Mechthild Heil Augustin ist eine weitgereiste Künstlerin. Das Kulturhistorische Museum Stralsund zeigt jetzt eine Werkschau der Berliner Malerin. Für ihre Acrylbilder und Serien sucht sie oft Inspiration auf Reisen im Ausland. Die gesammelten Eindrücke finden sich dann in den Bildern der ausgebildeten Fotografin wieder. Fahrten, Reisen machen immer ganz viel aus. Und sonst, ja, wenn es zu grau ist, male ich mir die Farbe. Bringe ich mir die Farbe ins Leben. Also es ist unterschiedlich. Es gibt halt Reisen, da ist es schwierig, gleichzeitig zu malen. Und dann nehme ich halt Sachen schon mit der Kamera auf. Ja. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat die Fotografie das Sehen einfach auch geschärft und da viel ausgemacht. Also manchmal notiere ich mir auch die Farben, die ich sehe. Nach einer Pilgerfahrt in den Norden Indiens entstand so beispielsweise der Zyklus Sari. Weitere Malreisen führten sie nach Italien und Bolivien. Fotos und Postkarten von Brücken, die 1999 bei den NATO-Einsätzen in Jugoslawien zerstört wurden, dienten ihr als Vorlage für eine weitere Bilderserie, in der sie sich mit dem Krieg auf dem Balkan auseinandersetzte. Wer als Zuschauer beim Betrachten der Bilder selbst auf den Geschmack kommt und sich gerne selbst mal ausprobieren möchte, kann sich direkt an die Künstlerin wenden. In ihrem Berliner Atelier gibt sie für Anfänger und Fortgeschrittene Kurse mit Acrylfarben. Wenn man bei den Gemälden genau hinsieht, entdeckt man aber immer wieder, dass hinter der abstrakten Malweise eine Fotografin steckt. Ihren eigenen Stil erklärt die Malerin so. Ich probiere mich aus. In ganz verschiedenen Sachen. Also ich meine, hier sieht man ja auch, manche gehen in Richtung Fotorealismus oder die Wolken auch. Es macht mal so Spaß und mal so. Manchmal brauche ich das und manchmal brauche ich was anderes. Also das kann ich gar nicht erklären. Ich finde es viel, viel schwieriger, ein abstraktes Bild zu malen. Ich weiß noch, Leute, die die Bilder gesehen haben, haben dann gesagt, daran sieht man, dass du malen kannst. Und das fand ich eigentlich eine Beleidigung, weil die anderen viel schwieriger sind. Ne? Also für meine Begriffe ist ein abstraktes Bild, bis es stimmig ist, viel schwieriger, weil man ja irgendwann den Punkt entscheiden muss, während hier sieht man es. Zur Vernissage im November kam die Berlinerin persönlich in die Hansestadt und lauschte der Eröffnungsrede ihrer Freundin Hedwig Gollpohn von der Universität Greifswald. Es ist das zweite Mal, dass Mechthild Heil Augustin in der Hansestadt ausstellt. 2000 war die Künstlerin bereits mit ihrer Serie Engelhaftes in Stralsund zu sehen. Die Schau von Mechthild Heil Augustin kann noch bis zum 8. Februar täglich von 10 bis 17 Uhr im Kulturhistorischen Museum Stralsund besichtigt werden.